Hallo, Herr Dr. Paul, kommen Sie gerade aus dem OP? Hallo, ja. Heute schon die dritte. Waren alle erfolgreich? Ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, die Patienten auch. Was war es denn für eine OP, Herr Dr. Paul? Das war gerade eine Bauchdeckenstraffung nach massivem Gewichtsverlust. Wir würden Ihnen gern heute 30 Fragen zu Ihnen und der Arbeit bei den Mediskliniken stellen. Haben Sie Lust? Ja, können wir gern machen. Wir können es aber auch gerne duzen. Allerdings müsst ihr einmal mitkommen, weil ich muss weiter. Wolltest du schon immer Arzt werden? Ja, bis auf einen kleinen Ausrutscher, würde ich sagen. Was ist deine Fachrichtung? Ich bin Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie. War dir schon immer klar, dass du in diese Richtung gehen möchtest? Dass ich was Chirurgisches machen möchte, ja. Die Fachrichtung hat sich dann aber erst gegen Ende rausgestellt. Was ist dir als Arzt wichtig? Dass man sich jeden Tag ein bisschen weiterentwickelt, sodass man jeden Tag für seinen Patienten ein besseres Ergebnis erzielen kann. Und hast du dazu die Möglichkeit bei den Medius-Kliniken? Würde ich sagen, auf jeden Fall, weil wir hier auch fast wöchentlich Fortbildungen haben, sodass man da auf jeden Fall immer up-to-date bleibt. Was war bisher deine komplizierteste OP? Das war, würde ich sagen, als ein Patient der Meinung war, wir laufen den Betrieb in einen Häcksler zu fassen und so eine ziemlich komplexe Handverletzung dann davon getragen hat. Autsch, das hat den Betroffenen bestimmt richtig Schmerzen bereitet, oder? Das kann man wohl sagen, ja. Was steht als nächstes auf der Agenda? Jetzt wäre schon die Sprechstunde und dann hoffentlich Mittagessen. Oh, das klingt lecker. Hast du Lust auf ein paar Blitzfragen? Ja. Pasta oder Pizza? Pizza. Salzig oder süß? Salzig. Hausmannskost oder international? Gerne Hausmannskost. Simon, wie viele Ärzte seid ihr eigentlich in der Abteilung? Wir sind 15 Stück. Versteht ihr euch alle gut? Ja, finde ich. Wir verstehen uns sehr gut. Die Zusammenarbeit ist super, aber auch mit den anderen Abteilungen läuft es wirklich sehr gut. Seit wann bist du eigentlich bei den Medius-Kliniken? Seit 2015, da habe ich mein PJ hier gemacht. Was ist ein PJ? Das ist das praktische Jahr. Das muss jeder Medizinstudent am Ende von seinem Studium machen. Wo hast du eigentlich studiert? In Tübingen. Und was macht man bei einem PJ? Da macht man eigentlich alles, was ein approbierter Arzt auch macht, aber halt unter ärztlicher Supervision und das und wie vieles andere läuft bei uns eigentlich. Was genau meinst du damit? Bei den Mediuskliniken ist die Vergütung im PJ relativ gut, würde ich sagen, die Betreuung gut. Die können umsonst in einem Wohnheim wohnen und wir haben auch noch eine eigene hauseigene Kita. Hast du auch Kinder? Ja, zwei Mädchen. Wie lange dauert das PJ eigentlich? Das heißt ja praktisches Jahr, also 12 Monate. Und seitdem bist du in den Medius-Kliniken? Genau. Was hat dich so lange bei den Medius-Kliniken gehalten? Das ist eigentlich ein super Team und man hat immer die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Wow, das ist beeindruckend. Und was sind eigentlich deine nächsten Schritte? Ab nächsten Jahr bin ich auch noch Teil im MVZ hier, sodass wir dann die ambulante Patientenbetreuung ausbauen können. Simon, weißt du was? Was? Ich habe nur noch eine Frage. Hattest du Spaß? Ja. Entschuldigung, Herr Dr. Paul, ich möchte bitte noch eine Unterschrift. Ja, ich komme. Gut, bis nächstes Mal. Ciao, tschüss.